Ich möchte euch heute von Israel erzählen. Das ist das Land, in dem Jesus lebte. Dort ist es heiß. Es regnet nur selten. Darum gibt es nur wenig Wasser in Israel und der Boden ist oft ganz trocken und hart. An manchen Stellen ist nur Wüste. Man geht über heiße Steine auf sandigen, staubigen Wegen. An einer Stelle aber fließt ein Fluss durch das Land, der Jordan. Dort am Wasser ist die Erde fruchtbar und grün. Dort wachsen Gras, Blumen und Bäume. Das Wasser bringt Leben in das trockene Land. Eines Tages, als die Menschen Jesus noch nicht kannten, kam ein Mann in diese Gegend am Jordan. Sein Name war Johannes. Er hatte lange Zeit ganz allein in der Wüste gelebt und gebetet. Und er trug nur einen rauen Mantel aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel. Doch nun begann er zu allen, denen er begegnete, zu predigen und ihnen von Gott zu erzählen. Er sagte: Gebt Acht, es kommt eine neue Zeit. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, bessert euch. Lebt nicht mehr nur für euch selbst, sondern bereut, was ihr Böses getan habt, und ändert euch. Lebt nach Gottes Geboten. Und jeden, der bereit war, umzukehren und ein besseres Leben anzufangen, taufte Johannes im Jordan. Er stieg mit den Menschen in den Fluss und tauchte sie ganz unter. Das sollte ein Zeichen sein. Dein altes Leben ist zu Ende. Nun fängt etwas ganz Neues an. Und Johannes sagte zu den Menschen: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen, bahnt für ihn einen Weg durch die Wüste. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.